Er gilt als einer der führenden Köpfe der aktuellen Faszienforschung. Applaus, Herr Dr. Robert Schleif. Vielen Dank. Also, wenn man einzelnen Faszienpredigern zuhört, hat man den Eindruck, Faszientraining ist das Goldene vom Ei und wir brauchen in Zukunft nur noch Faszientraining machen. Das ist ein völliger Humbug, sondern das Faszientraining, und das versuche ich hier im Detail zu erläutern, sollte seinen bescheidenen Ergänzungsbeitrag in einem gesundheitsorientierten Bewegungstraining haben. Das Muskeltraining ist nach wie vor das Allerwichtigste, würde ich sagen, auch gerade im Alter, aber es kann, um optimal zu sein, sinnvoll ergänzt werden durch ein neurokognitives Training, das nenne ich jetzt das Hirn, aber da gehört natürlich auch das Zentralnervensystem und andere Teile dazu, und das faserige Kollagene, in der Vergangenheit eher vernachlässigte Kollagene, also fasziale Bindegewebe. Und ich will in diesem Vortrag beleuchten, wie diese drei Systeme zusammenwirken und wie man die unterschiedlich fokussiert, nicht exklusiv getrennt, aber mit einer Einzelbetonung sinnvoll ergänzend trainieren kann. Wer sich in der Physiotherapie auskennt und diese drei Systeme gemeinsam behandelt, fühlt sich erinnert an das Modell der Gelenkstabilisierung, das Manohar Panchabi in der Literatur eingeführt hat, dass man nämlich für eine sinnvolle Gelenkstabilisierung, zum Beispiel von den Wirbelgelenken, braucht man auf jeden Fall das aktive System, also Muskeln, die funktionieren. Die werden allerdings vom Zentralnervensystem her gesteuert. Und dann ist auch noch wichtig, dass die sogenannten passiven Gewebe, also die Gelenkkapsel, die gelenknahen Bänder, hat man in der Vergangenheit als die wichtigsten Elemente gesehen. Jetzt kommt das oberflächennahe Bindegewebe auch noch mit dazu. Das hat man früher eher vernachlässigt, dass diese sogenannten passiven Gewebe auch die Bewegung zulassen. Also das ist ein bekanntes Modell. Und da gibt es auch schon sehr, sehr fundierte Forschungen zum Beispiel darüber, was im Pilates, im Core Stability Bereich, im Functional Training, sind die mit Recht stolz über die EMG-basierten Studien, die zeigen, dass zum Beispiel der Transversus Abdominis eine wesentlich andere Funktion für die Rückenstabilisierung hat, als zum Beispiel der Rectus Abdominis. Genauso der Multifidus, das sind also Muskeln, die anders zur Gelenkstabilisierung beitragen. Da sagen aber die Feldenkreislehrer auf der anderen Seite, ein Muskeltraining alleine ohne die richtige neuronale Ansteuerung kann ja nicht das Goldene vom Ei sein, weil die Muskeln machen ja eigentlich immer nur das, was das Gehirn denen beiträgt. Insofern sollte der Therapeut nicht die Muskeln trainieren von seinen Patienten, sondern die mentalen Bilder, also das Körperschema im Somatomotor-Kortex, dass wir dort zu einer Differenzierung beitragen. Das wäre also dann schon Muskeltraining verbindet mit Feldenkreis und neurokognitivem Training. Im Fußball ist das ja sehr, sehr, sehr stark im Kommen, in ganz vielen Bereichen, dass man über Augentraining die Beine verbessert. Dass man also versucht, das Gehirn schneller zu machen und nicht die Muskeln mit Fast-Twitch-Fasern nur in den Beinen schneller machen. Und da hat sich in den letzten 2 Jahren gerade sehr, sehr viel getan. Also das wäre jetzt das Hirn auf der einen Seite und der Muskel auf der anderen Seite. Was aber eher vernachlässigt wurde, ist das kollagene faserige Bindegewebe, was der Mediziner als ein wenig zum Verlieben einladendes, klebriges, farbloses, scheinbar strukturloses Bindegewebe vom Präparationskurs kennt. Und da war man eigentlich froh, wenn man das so kartoffelschälend auf die Seite wegpräpariert hat und es hier in diese blauen temporären Mülleimer weggeschafft hat, und dann wurde die Anatomie eigentlich schön. Das heißt, es war ungefähr so wichtig, wie die Verpackung eines Weihnachtsgeschenkes in Relation zu dem Geschenk war. Das heißt, man muss es irgendwie verpacken, aber das Wichtige ist der Muskel, das Wichtige ist die Leber, und der Rest ist eigentlich mehr, um das einigermaßen zu verpacken.
Und das hat sich jetzt dramatisch geändert, dass man dieses fasrige, anscheinend nur verpackende Bindegewebe, dass herauskommt, dass das ganz wesentliche Funktionen hat. Zum Beispiel bei der muskulären Kraftübertragung. Das ist hier das sogenannte Flexions-Relaxationsphänomen, wo man im Stehen, wenn man in eine leichte rückenbeugende, also Rundrücken-Vorwärtsneigung geht, sodass der Kopf nicht mehr skeletal unterstützt ist, wenn man dann an den Rückenstreckern den EMG, den aktiven Muskeltonus, misst, je mehr der Kopf nach vorne kommt, umso mehr müssen die Rückenstrecker arbeiten. Das hätte jeder auch so vorhergesagt. Bei 25 Grad ungefähr passiert aber eine für den Laien paradoxe Verringerung der Muskelaktivität in den Erector Spinae. Obwohl der Kopf weiter nach vorne geht, werden die Rückenstrecker silent, sagt man, und übergeben die Haltearbeit an die sogenannten passiven Strukturen. Das ist also die Lenden, die Thoracolumbalfaszie und auch die Verdichtungen der Faszie in den spinalen Ligamenten. Das funktioniert aber interessanterweise bei den meisten Rückenschmerzpatienten nicht. Also beim Rückengesunden, wenn der in eine rundrückige Vorwärtsbeugung geht, am Anfang arbeiten die Rückenstrecker besonders stark und dann sagen sie, Faszie übernehme du. Wenn die Faszie das dann gewohnt ist, kann der Muskel sich entspannen. Wenn die Faszie das nicht gewohnt ist, sagt die eventuell, das ist eine Überlastung. Und dann sagt dein Rückentrainer, du sollst dich nicht mit rundem Rücken bücken, weil das könnte zu Überlastungsschäden in den faszialen Strukturen üben. Aber da ist es ein Umdenken passiert. Wenn man das Flexionsrelaxation beim Gesunden anerkennt, würde das heißen, dass es positiv ist, auch übers Jahr verteilt, richtig dosierte Rundrückenbelastungen beim Schneeschaufeln, beim Heben auch zu praktizieren. Weil wenn man das weglassen, wird die Rückenfaszie nicht kräftiger. Use it or lose it, nicht gebraucht ist verkümmert, gilt nicht nur für die Muskeln, sondern auch für die Dicke und die Belastbarkeit der kollagenen Strukturen. Dass das vermutlich so ist, dass die Rückenfaszien, da gibt es also drei verschiedene Schichten am Rücken, dass die eine stabilisierende Funktion beim Gesunden übernehmen, sieht man an den EMG-Messungen von Kleinkindern. Im ersten Jahr, wenn die auf den Beinen sind und sich bücken, bücken die sich meistens so, als ob sie die Bibel von dem Alois Brügger mit 800 Seiten als einzige gelesen hätten, der uns damals gesagt hat, beim Bücken sollte man sich immer aus den Hüftgelenken bücken. Das machen Kleinkinder zwischen 1 und 2 Jahren im Schnitt, machen die das bevorzugt. Eine Erklärung ist, dass diese ersten 2 Schichten der Lendenfaszie noch nicht adhärent genug mit den Lendenwirbeln verbunden sind und dadurch das Flexionsrelaxationsphänomen, was eigentlich funktionell und gesund sein könnte, nicht funktioniert. Das heißt, die bücken sich immer so, dass sie nicht die Lendenfaszie belasten, sondern die Muskeln. In dem Alter, wo die Faszie den Rücken stabilisieren kann, bücken die sich 50% mit rundem Rücken. Und das ist also jetzt die Bereicherung der Rückenschule. Wenn man sich immer nur bandscheibengerecht und muskelgerecht bückt, dann sollte man das bitte schön mit geradem Rücken machen. Aber da wird die Lendenfaszie nicht dicker. Die wird reißpapierdünn, wenn ihr 3 Jahre lang euch nie mit rundem Rücken und einem kleinen Rucksack belastet, dann wird die reißpapierdünn. Wenn ihr dann einmal im Jahr doch etwas aus dem Kofferraum nehmt, sodass der Rücken dabei in eine lumbale Flexion geht, dann gibt es eine kleine Mikroruptur und ein Autsch und dann sagst du, habe ich es doch gewusst, ich soll mich nicht mit dem runden Rücken bücken. Dein Bruder, der auf der Baustelle arbeitet, sagt, lieber Robert, ich sehe das anders. Guck mal bei mir, und dann müsste er einen modernen Ultraschall da haben, meine Rückenfaszie ist ein lederartiges Gummituch von 2 mm Dicke. Das ist kein dünnes Reispapier wie bei dir. Du kommst jetzt 3 bis 5 Mal die Woche und hilfst mir auf der Baustelle. Und dann schleppen wir Säcke und du hilfst mir im Wald, damit du in einem Jahr auch ein
lederartige Gummituch-Lendenfaszie am Rücken hast. Also das ist die sinnvolle Bereicherung, aber das muss dann wohl dosiert sein. Hier habe ich leider auf Englisch einen wunderbaren Beitrag von Serge Krakowetzki, der erklärt, wie die richtige neuronal angesteuerte Aktivierung vom Transversus Abdominis, das ist das, was die Pilates-Leute das Powerhouse nennen oder ein großer Teil davon, also der innerste Bauchwandmuskel, wie der nicht richtig das Skelett beeinflussen kann, also die Lendenwirbelsäule zum Beispiel stabilisieren, wenn nicht die Lendenfaszie, hier die dritte Schicht der Lendenfaszie, die richtige Geometrie hat. Und das zeigt er hier wunderbar. Gucken wir mal, ob der Ton funktioniert. The lumbar fascia is an interesting structure here. And the collagen fibers, you can see, are linked this way. This is Ton lauter. And when you tighten the transversus abdominis, what happens is that you bring the tip of the transverse processes closer together. Das sieht man wunderbar. Now Poisson is a French engineer 150 years ago, determined what he called the ratio of how much travel you have here versus how much travel you have here. And the best tissue have a Poisson ratio of 1, which is 1 inch here will generate 1 inch there. The fascia has a Poisson ratio of 1. This is the ultimate in efficiency. Also, was man da schön gesehen hat, ist, dass, wie man es am Schluss gesehen hat, die horizontal verlaufenden Fasern von dem Transversus Abdominis in einer richtigen, jugendlichen, scherengitterartigen Geometrie der Lendenfaszie, speziell der dritten Schicht, die vom Transversus zu den Querfortsätzen läuft, insofern war das Bild hier nicht ganz exakt, die haben es ja zu den Dornfortsätzen gezeigt, wird die Spannung so übertragen, dass L1 und L4 näher zusammenkommen. Das heißt, kontraintuitiv, wenn ich als Gewichtheber eine Langhantel vom Boden hochhebe, sollte ich die Bauchmuskeln nicht loslassen, wie ich das früher gepredigt habe, und nur die Rückenstrecker aktivieren, sondern der innerste Bauchmuskel sollte kontrahieren, nicht wegen dem Intraabdominaldruck, wie man das früher vermutet hat, sondern wegen der scherengitterartigen Zusammenziehung von L1 zu L4. Das heißt, ein Bauchmuskel kann ein spinaler Aufrichter sein. Das funktioniert aber nicht, wenn eure Lendenfaszie ein Filztuch ist. Da könnt ihr ziehen, so viel ihr wollt, da wird L1 und L4 nicht zusammengezogen. Deswegen die große Überlegung, wie kann ich ein EMS-Training machen, wie kann ich ein anderes Bewegungstraining, auch Muskeltraining machen, damit ich die Scheren gitterartige Geometrie trainiere, und da würden wir sagen, auf jeden Fall auch Rotationen in das Rückentraining mit reintun. Wenn ich immer nur in der sagittalen Ebene meine Bewegungen mache, dann werde ich vermutlich nicht ein scherengitterartiges, also zweidirektionales Geometriemodell in die Lendenfaszie mit hineinkommen. Also ein wunderbares Modell. Auf der anderen Seite würde euch eine scherengitterartige Faszie nichts nützen, wenn das Gehirn nicht bereit ist, den Transversus zum Beispiel aus seiner Schmerzerwartung heraus zu aktivieren. Und wenn der Transversus verkümmert ist, dann müsst ihr den mit EMS oder mit anderen muskelstärkenden Methoden aufbauen. Aber eins reicht nicht. Ihr braucht Gehirn, ihr braucht den Muskel und dann braucht ihr noch die richtige Fasziengeometrie. Das ist also hier bei dem Rückentraining jetzt ein wunderbares Beispiel dazu. Dass die Faszien eine Schmerzquelle sein können, hat sich unter anderem in der Muskelkaterforschung jetzt gezeigt. Beim Muskelkater weiß man ja, dass der Hauptschmerz nach 1 oder 2 Tagen nach der Extrembelastung da ist. Und man hat vermutet, dass es Mikroschäden sind. Bei elektrischer Belastung, die weit über den physiologischen Bereich hinausgeht, hat man die Schäden auch in den Z-Scheiben, also in den Muskelfasern selber gefunden. Bei der physiologischen Belastung weiß man nicht, wo die Schäden ist, ob das also in den Muskelfasern, in dem roten fasrigen Gewebe oder in dem weißen fasrigen Gewebe, also im muskulären Bindegewebe ist. Man weiß jetzt aber seit 2 neueren Studien, dass die Quelle des Schmerzens, also wo sitzen die freien Nervenendigungen, die
die wehtun, dass das vermehrt in der Muskelhülle ist. Also wenn jemand zum Beispiel eine Hantel paar hundert Mal exzentrisch bremsend ablegt mit dem rechten Arm und mit dem linken Arm wieder hochtut, dann hat er an dem bremsenden rechten Arm nach 1 bis 2 Tagen seinen typischen Muskelkater. Wenn man dann, das ist hier die elektrische Studie, mit einem kleinen elektrischen Impuls gibt in das Unterhautbindegewebe, tut das nicht weh. Wenn man aber dann die Weißwursthülle, die Faszienhülle von dem Bizeps Brachii hat, da tut ein kleiner elektrischer Impuls, aber nur am Muskelkaterarm, besonders empfindsam weh. Derselbe Impuls in dem Muskelbrei, also in den kontraktilen Muskelfasern, tut nicht weh. Und ganz elegant, in dem Brachialis, der darunter liegt, wieder genau dasselbe. Das heißt, ihr könntet in Zukunft, wenn jemand sagt, er hat Muskelkater, dem rechthaberisch über den Mund fahren und zu sagen, nein, das nennt man jetzt Faszienkater. Weil die sensiblen Nervenendigungen, die dann wehtun, warum die wehtun, ist immer noch nicht eindeutig geklärt, also eine Flüssigkeitsschwellung vermutlich, aber wo sind die Rupturen, sind die im Muskel oder sind die in den Fasern? Aber die Quelle, die örtliche Quelle des Schmerzes scheint in der Faszienhülle zu sein. Und das Bild habe ich heute mal früh schon gezeigt, das ist nach wie vor die profundeste Faszienforschungsstudie an Harvard Medical School von Harlan Langeve. Beim chronischen Rückenschmerzpatienten ist die Scherbeweglichkeit der Lendenfaszie ist verbackener bei einer passiven Vorwärtsbeugung gegenüber der darunterliegenden Muskulatur. So wollen Sie das haben. Sie wollen, dass die erste Faszienschicht und die zweite, die dünner ist, dass die zueinander eine Beweglichkeit haben und gemeinsam auch gegenüber der Muskulatur. Und das ist beim chronischen Rückenschmerz, ist das also verbackener. In der Vergangenheit hat man gesagt, zum Beispiel einer meiner Vorbilder, Professor Vorböse, ich weiß nicht, ob er dieses Mal auch wieder hier ist, der hat gesagt, guckt euch doch an, wie die Fasziengewebe und die Muskelfaser miteinander eng umschlungen vernetzt sind. Das ist doch eigentlich nur Geldmacherei, jetzt plötzlich ein Faszientraining zu machen, weil jedes Bewegungstraining hat die Faszien doch mittrainiert. Wie kannst du einen Muskel belasten, ohne die Faszien zu belasten und umgekehrt? Das ist wirklich plausibel. Und das hat auch Karin Albrecht und andere Experten haben gesagt. Ein fokussiertes, ein gezieltes Faszientraining ist Humbug. Das war immer schon mit dabei. Wer seine Muskeln trainiert, muss die Faszien nicht mittrainieren. Frau Böse und andere sind jetzt aber in den letzten 3 Jahren umgekippt und haben sich der Interpretation angeschlossen. Ein exklusives Faszientraining ist natürlich nicht möglich, aber ein fokussiertes, gezielt, nicht exklusiv, aber besonders betont auf die Adaptationsmechanismen des Kollagenbindegewebstrainings. Und da sind jetzt etliche Experten umgeknickt, könnte man sagen. Und es wird verglichen mit der nicht exklusiven, aber fokussierten Trainierbarkeit, die zum Beispiel ein Triathlet, der seinen Kreislauf trainiert, der kriegt auch kräftigere Muskeln verglichen mit einem Stubenhocker. Sein Bruder, der Bodybuilding macht, der tut primär die Muskelkraft und Muskelhypertrophie trainieren und dadurch wird seine kardiovaskuläre Kondition auch etwas besser gegenüber dem Stubenhocker, aber eben nur nebenbei. Das heißt, wenn der Bodybuilder beim Triathlon anläuft und sagt, ich habe doch meinen Kreislauf mittrainiert, dann wird er feststellen, jawohl, er hat ihn trainiert, aber nicht fokussiert, sondern nur nebenbei. Und dieselbe Überlegung hat man jetzt mit dem faszialen Bindegewebe. Wer jede Woche joggen geht, wer Gewichte hebt, der trainiert sein Fasziengewebe nur irgendwie mit und damit reicht es eventuell für Optimalbelastungen nicht. Zum Beispiel jemand, der mehr als 4-5 Mal die Woche joggen geht, also 5-7 Mal, hat eine höhere Anfälligkeit für Achillodynien oder Tractus iliotibialis, Pathologien als ein Stubenhocker. Das ist bei 2-mal die Woche nicht der Fall. Das heißt, der Sport kann dann eventuell die kollagene Bindegewebe übertrainieren, obwohl er richtig dosiert war für den Kreislauf und für die Muskulatur. Und das ist jetzt ein neuer Zweig in der Sportmedizin. Wie muss Sport dosiert sein, um nicht nur irgendwie nebenbei, sondern optimal dosiert die kollagene Reißfestigkeit und Belastbarkeit zu trainieren?
Und das macht man hier zum Beispiel an den künstlichen Sehnen. Das ist Kiesbar, den wir letztes Jahr in Ulm hatten. Da hat man ein künstliches Kollagen, besiedelt das mit lebendigen Fibroblasten und sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Dann gehen die hier in dieses künstliche kollagene Ligament oder man könnte auch Sehne dazu sagen. Und dann stimuliert man die, das mit regelmäßigen, da hört man immer den Quietschton dazu, mechanischen Belastungen. Also das wäre jetzt eine sportliche Belastung und guckt dann, wie entwickelt sich die Kollagenproduktion. Und zum Beispiel bei einer 1%igen Dehnung wird die Kollagenproduktion nicht erhöht. Also man muss hier in diesem experimentellen Setup muss man mindestens eine 2%ige Dehnung haben. Dann bringt eine 4- oder 5- oder 10%ige Dehnung aber keine, also zyklische Belastung, keine wesentlichere Steigerung auf die Kollagenproduktion. Und das ist beim Muskel anders. Ein Muskeltraining ist eher wie ein Dimmer, den man stufenlos verstellen kann, natürlich nur im physiologischen Bereich. Das heißt, alte Leute, die Osteoporose gefährdet sind, die sollten nicht beim Gewichtheben Maximalkraft machen, sondern nur 50% Maximalkraft. Und da wird der Muskel auch kräftiger, nur nicht so schnell. Das ist also wie ein Dimmer, der halb aufgedreht ist. Bei dem Sehnentraining ist das eher wie ein Kippschalter. Ich muss ein paar Mal so kräftig raufhauen, dass die Fibroblasten sagen, okay, ich habe es kapiert und jetzt kurbel ich in den nächsten 1, 2, 3 Tagen die Kollagenproduktion an. Und dann bringt es nicht viel mehr, wenn ich noch 100 Mal mehr auf den Ampelschalter hinterher draufhaue. Da braucht man aber eine relativ hohe Belastung, damit die Achillessehne kräftiger wird. Die Achillessehne wird bei 50% Maximalkraft 0% kräftiger. Die Wadenmuskeln werden kräftiger, aber die Achillessehne kein einziges Prozent. Ich brauche, um die Sehnen zu trainieren, brauche ich mehr als 50% Maximalkraft, damit sich überhaupt was tut. Ich muss also einmal über einen Schwellenwert, 70, 80, 85% von Maximalkraft muss ich hinübergehen. Und dann ganz spannend, die Wiederholung macht dann nicht mehr so fett. Also nach 40 Wiederholungen, wenn ich 40 Mal gehüpft bin, kann ich eigentlich schon mit meinem Seilsprungtraining, wenn es mir um die Achillessehne geht, aufhören, weil 400 Hüpfer machen nicht so viel mehr Steigerung. Da läuft man eher Gefahr, dass es dann eventuell zu Überdosierungen kommt. Spannend ist das intramuskuläre Bindegewebe. Da hat der Lichtschalter einen geringeren Schwellenwert. Also wenn ich hier hüpfe mit 50% Maximalkraft auf der Achillessehne, also für eine Millisekunde, das reicht vermutlich aus, dass das intramuskuläre Bindegewebe in der Wade, dass das im Laufe von Monaten, 3 Monate braucht man, um die Geometrie zu verändern, dass das reißfester wird. Aber für die Achillessehne tut sich gar nichts. Also das ist also interessant, Adaptionsschwelle für intramuskuläres Bindegewebe geringer, aber für die Sehnen muss ich also ein paar Mal über eine hochdosierte Wiederholung gehen und dann ist man eigentlich schon in dem Bereich, wo man achtsam trainieren muss, weil ich, wenn ich dann 30% zu stark mache, dann bin ich schon in der akuten Verletzung drin. Also Faszientraining, vor allen Dingen im hüpfenden, hochdosierten Belastungsbereich, geht nur mit sensorischer Achtsamkeit. Das geht nicht, indem ich nebenbei noch mit meiner Frau telefoniere oder am Video etwas anderes anschaue, weil ich sonst eher zu verletzungsgefährdend ist. Vom Timing ganz spannend, das ist aus dem Labor von Kopenhagen. Es gibt jetzt mehrere Forschergruppen, die Sport auf kollagene Bindegewebsproduktion unterstützen. Ist das so, dass nach einer adäquat dosierten sportlichen Belastung wird die Kollagenproduktion erhöht, aber der Kollagenabbau auch. Und wenn man die beiden Kurven miteinander vergleicht, sieht man, das hat man früher nicht gewusst, dass in den ersten 1,5 Tagen der Abbau quantitativ überwiegt. Das heißt, jemand, der jeden Tag Seilhüpfen macht, tut eventuell seine Achillessehne schwächen. Das ist die Gefahr. Es kann natürlich so ein Left Shift geben, dass jemand dann die Adaptionszeiten auch beschleunigen. Aber die Gefahr wäre,
dass man bei jedem Tag Faszientraining das potenziell schwächen kann. Wenn man allerdings Montag, Mittwoch, Freitag trainiert, dann ist man bereits schon in einem Syntheseüberschuss drin. Jetzt hier, wir haben der führende Forscher in meinen Augen in Deutschland, ist die Gruppe um Professor Arampatzis. Das ist klasse, was sie dort gemacht haben. Die haben jetzt mal geguckt, welche Art von Belastungsprotokoll ist für die Sehnenkräftigung, darum ging es ihnen, optimal. Und das wäre hier unser Seilhüpftraining, was wir Faszientrainer propagiert haben. Das, jawohl, das kräftigt die Sehne, die Achillessehne. Das wäre ein statisches 15 Sekunden isometrisches Belastungstraining, ist auch wirksam, aber ein spezielles von ihm entwickeltes Sehnentraining, wo man 3 Sekunden hochdosiert die Achillessehne belastet, isometrisch, 3 Sekunden Pause. Und das macht man 4-mal in einem Satz und davon macht man 5 Sätze. Und das ist für die Kräftigung, wenn ihr also die Plantarfaszie kräftigen wollt, sie nicht schlappriger und weicher machen wollt, also dass sie reißfester wird, die Achillessehne oder der Tractus iliotibialis, ist das das optimale Protokoll, was die im Moment gefunden haben. Was die nicht untersucht haben, was andere gemacht haben, ist die elastische Speicherkapazität. Und da gibt es Studien, die sagen, dass Hüpfen vermutlich wirksamer ist als Gewichte heben. Das ist die schönste Studie von Finnland. Da haben die 70-jährige ältere männliche Versuchspersonen hüpfen lassen auf einer Kraftmessplatte und nur 3-mal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag, mit 75% Maximalkraft, 4-mal 10 Sekunden. Und das hat man ursprünglich gemacht, um die Knochen zu festigen, aber das hat 0 Effekt auf die Osteoporose gehabt. Also könnte man sagen, Studie gescheitert. Aber die Sprungkapazität, die Speicherkapazität in der Aponeurose und Achillessehne hat sich dramatisch, signifikant bei denen verbessert. Das heißt, wir versuchen wieder Turnvater Jahn, federnde Bewegungen aus der Mottenkiste rauszuholen. Und wir machen das nicht, um die Muskeln zu kräftigen, sondern um eine jugendliche, elastische, gummiartige Speicherkapazität, um die damit zu kräftigen. Also die Sprunghöhe hat sich bei denen verbessert, nicht weil die mehr Fast-Twitch-Fasern oder kräftige Muskeln haben, sondern weil die Sehne Känguru-ähnlicher wurde. Also die hat eine rostfreie Stahlfeder-ähnlichere Speicherkapazität für Bewegungsenergie gehabt. Jetzt, da reichen sich EMS und Faszientraining die Hand, weil das, was ich euch erzählt habe, spricht dafür, dass man eher hochdosiert, wenige Belastungen macht, die aber nur 2-3-mal die Woche verteilt, dass das nicht nur für bestimmte Muskelkräftigungen, sondern auch für die Faszien das Optimale sein kann. Jetzt, die 3 verschiedenen Arten wirken immer zusammen, aber sie haben andere Bedingungen für eine jeweils auf das Gewebe zugeschnittene optimale Förderung. Wenn ich das Hirn mehr trainieren will, hat man früher gesagt, damit eine Gewohnheit draus wird, dass der Klient also auch, wenn er am Telefon ist, anders abrollt und anders das Hüftgelenk bewegt, das geht also dann nicht nur, so dass es eine Gewohnheit wird, brauche ich 20.000 oder mehr Wiederholungen. Das stimmt unter normalen Bedingungen. Wenn aber Dopamin im Hirn da ist, reichen wenige Wiederholungen. Dopamin hat man, wenn man begeistert ist und mit Neugier erarbeitet. Und deswegen bin ich mittlerweile als nörgelnder Wissenschaftler, der die Fitnessmesse hier nur kritisiert hat, diese selbstüberheblichen Missionare, bei denen alles klasse ist und alles ist wunderbar, alles ist nur noch schwarz-weiß, Komplexität wird vermieden. Das ist ideal, damit Dopamin erzeugt wird. Und wenn ihr einen begeisterten Trainer neben euch habt und selber mit Begeisterung eure EMS-Übungen macht oder eure Faszienübungen, müsst ihr nicht 20.000 Mal wiederholen, damit es danach, wenn ihr nicht mehr die Aufmerksamkeit am Arbeitsplatz oder bei einem Gesprächspartner ist, dass trotzdem die aufrechte Haltung und der geschmeidige Abrollvorgang, damit er verinnerlicht wird. Also das ist eine wichtige Geschichte, also für das Gehirn nicht stumpfsinnige Wiederholungen, sondern am besten solche, die mit Begeisterung und mit Neugierde verbunden sind. Für Muskeltraining, habt ihr in den anderen Vorträgen gehört,
Da braucht man also auch 48 Stunden Pause, das ist ähnlich wie bei den Faszien, aber am besten High Intermittent Intensity, also hochdosierte Belastungen. Und ein Muskel kann sich in wenigen Wochen schon anpassen, also dass ihr vom Oberarmumfang könnt ihr schon nach 6 Wochen eine messbare Kräftigung haben. Das habt ihr beim Faszien nicht, die reagieren langsamer. Also in 3 Wochen habt ihr keine architektonische messbare Verbesserung, in 3 Monaten hingegen schon. Also das ist also auch ähnlich, das heißt, man braucht Regenerationspausen. Jetzt, last not least, zum Schluss, für das Muskeltraining, das ist nach wie vor eins vom Wichtigsten, ist es also sinnvoll, wie es im EMS gemacht wird, aber auch in anderen Sportarten, dass man hochdosierte, wohldosierte muskuläre Belastungen ausführt, aber die dann möglichst auch in dem Bereich, wo der Muskel optimal belastet wird. Wenn ihr dann aber auch die Faszien nicht nur irgendwie nebenbei, sondern gelegentlich auch gezielt trainieren wollt, dann würde ich sagen, 1, 2, maximal 3 Mal die Woche auch hüpfende Belastungen, federnde Bewegungen dazu tun und dabei auch gelegentlich in endgradige Winkelbereiche hineinzugehen, die sonst im Alltag eben ausgeklammert werden. Und last not least, für das Hirn ist also die neugierige Begeisterung. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Treibstoff, der dabei ist. Quizfrage zum Schluss. Wenn Sie eine Woche, ein Jahr lang nur Zeit hätten, Muskeln zu trainieren oder Faszien zu trainieren oder das Hirn in der Koordination zu trainieren, aus irgendwelchen Gründen, also Gott bewahre, was wäre am gesündesten? Muckibude ohne Hirn? Nur Hirn trainieren, aber keine Muskeln bewegen, also Sudoku spielen und Augenbewegungen oder Faszientraining. Vor euch steht ein Faszienfuzzi, was erwartet ihr als Antwort? Ja, also man soll alles 3, aber wenn man sich entscheiden müsste, die Antwort ist überraschend, das Muskeltraining ist das gesündeste, weil dadurch myokine Botenstoffe produziert werden, die Anti-Aging für die Muskulatur sind, die werden aber in die Blutbahn ausgeschüttet und davon profitieren auch die Faszien. Also, Muskeltraining ist nach wie vor der große Bruder, wir Faszienfuzzis sind die kleine Schwester und es ist gesund, uns mit dazu zu nehmen, aber nicht um den großen Bruder von der Bühne zu stoßen. Vielen Dank.